Weitere Pflanzen in meinem Garten sind der Sauerampfer. Seine Blätter kann man einzeln essen, sie sind sehr sauer, aber sie beinhalten eine giftige Oxalsäure, daher darf man nur ein, zwei Blätter essen. Mehr sind wirklich nicht gesund. Hier sieht man gut die Blüte des Sauerampfers. Vergiss mein nicht. Die Primeln aus dem Blumentopf habe ich jedes Jahr in den Rasen, naja, es ist eher eine Wildwiese, gesetzt und sie kommen jedes Jahr wieder und haben sich inzwischen sehr stark vermehrt. Hier sieht man die wunderschönen Blüten der Wiesenflockenblume. Auch die geschlossenen Knospen haben eine ganz besondere Form. Und die Farbe lässt sich fast nicht festhalten durch die Kamera. In echt wirkt die Pflanze noch etwas bläulicher. Ein richtiges Wunder der Natur. Hier steht ein einzelnes Wiesenschaumkraut. Hier findest du das echte medizinische Johanniskraut. Wenn man genau schaut, findet man an den Blättern diese kleinen schwarzen Punkte. Das sind so Drüsen enthalten. Der Frauenmantel gehört zu meinen Lieblingspflanzen. Warum siehst du an diesen Bildern? Die Klette. Der kriechende Günsel. Man sieht hier ein ganzes Feld. Und vermutlich sind einige dieser Pflanzen unterirdisch durch Ausläufer miteinander verbunden. Man bräuchte hier jetzt eigentlich eine Schaufel, um das nachzuprüfen.
Das Moos lässt sich immer gut entfernen. Ja, hier sind längere Wurzelstränge. Oft sind Pflanzen unterirdisch mit solchen Wurzeln verbunden und pflückt man sie, wachsen sofort die Pflanzen wieder nach. Mitten zwischen dem Bohnenkraut haben sich ein paar Margeriten angesiedelt. Wie genügsam ganz viele Wildkräuter und Wildpflanzen sind, sieht man an diesen Margeriten. Sie wachsen einfach aus einer Betonplattenritze. Und viele dieser Pflanzen lieben sehr mageren, kargen Boden. Auch der Günsel wächst hier wunderbar. Ihm reichen die wenigen Nährstoffe. Hier siehst du das weiße Labkraut. Im Vergleich zum Klettenlabkraut klebt es überhaupt nicht und hat an der Spitze ganz unscheinbare kleine Blüten. Das müsste die giftige Hundspetersilie sein. Daher pflücke und esse ich keine gefiederten Blätter, denn die meisten davon sind giftig. Es gibt eine wilde Möhre, die auch so ähnliche Blätter hat, die wäre essbar. Aber da man sie mit dieser gefährlichen, giftigen Hundspetersilie oder sogar dem Schierling, der auch giftig ist, verwechseln kann, esse und pflücke ich nichts, was diese gefiederten Blätter hat. Die Brennnessel. Sie wird von vielen Menschen als Unkraut gesehen, ist aber ein guter Vitamin-C-Spender, da die Brennnessel mehr Vitamin C hat als manche Zitrusfrüchte und sie enthält auch Eisen, Kalium und Magnesium. Selbst Eiweiß hat sie mehr als manche Hülsenfrüchte. In der Natur gibt es viele Schmetterlinge, viele Tagschmetterlinge, wie das Tagpfauenauge, den kleinen Fuchs oder den Admiral, die nur von dieser Brennnessel leben können. Ich vermute, dass auch diese Löcher von Fraßspuren kleiner Insekten stammen. Ob es eine Raupe war, weiß ich jetzt nicht. Das wird ein anderes Tier gewesen sein. Aber die Brennnessel ist ein großer Nützling, auch wenn viele Menschen sagen, es ist ein Unkraut. Und sie vermehrt sich sehr stark. Ich bin jetzt mutig und zieh mal dran. Ah ja, man sieht hier diese unterirdischen Ausläufer. Hier, und ich ziehe und ziehe. Und durch diese Ausläufer kriecht die Brennnessel am Boden entlang. Und man reißt ein Stück ab und unterirdisch gibt es diese Ausläufe, die jederzeit wieder neu austreiben. Hier sind so ganz kleine Würzelchen. Und wenn man ganz fest die Brennnessel presst, dann können einen die Brennhaare nicht verletzen. Ich drücke ganz fest zu, dann spüre ich nichts von dem Brennen, weil ich die Brennhaare zerdrückt habe. Ich zeige dir nochmal, wie ich eine Brennnessel ausreißen könnte, ohne mich zu brennen. Ich drücke ganz fest zu. Ah, man sieht hier die langen Ausläufer. Oh je, das ist ein längerer Wurzelstock. Und hier siehst du hier die ewig lange Wurzel der Brennnessel. Und wenn man so ganz fest drückt und presst, kann die Brennnessel einen nicht brennen. Und würde ich hier, ich kann das nicht, weil ich die Kamera halte, aber würde ich mit beiden Händen jetzt dieses Blatt rollen und immer dabei drücken, 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 dann sind die Brennnesselhaare
zerdrückt und kaputt und können mir eigentlich nichts tun. Und wenn man das Ganze dann noch zerreibt, ich mache es mal mit einer Hand, mutig, mutig, so, dann könnte man die Brennnessel auch essen. Ich habe jetzt ungewaschene Hände, aber wenn du frisch gewaschene Hände hast und eine Stelle findest, wo keine Hunde spazieren gehen und kein Bauer düngt, dann könntest du das mal probieren. Ein kleiner Brennnessel-Snack und hochgesund. Der Feldsalat. Siehst du die Blätter des roten Klatschmohn? Natürlich sieht man hier noch keine Blüten Ende April. Das dauert noch ein paar Wochen. Das sind die Rosetten der wilden Karde. Hier sammelt sich ganz oft das Wasser. Hier siehst du die Blattrosette einer Königskerze. Bis August wird die Kerze in die Höhe wachsen und kann für den Maria-Himmelfahrts-Boschen als Zentrum verwendet werden. Nelkenwurz. Der Thymian. Die Walderdbeere. Der Beinwell. Das ist der Sauerklee.